Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir gucken uns weiter das DLC an und ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Sidequest, glaube ich. Die habe ich, glaube ich, beim Aufheben von irgendeinem Schriftstück gefunden. Die gucke ich mir jetzt kurz mal an. Beziehungsweise. Wir werden sofort angreifen. Überfall! Tötet viele! Verstärkt den Gruppen! Ich rufe Hilfe! Auf den Seiten! Lassen die das fallen, ja. Möchtest du läuten? Kannst du läuten? Kannst du bitte nicht weglaufen? Kannst du da hingehen und Hilfe rufen? Geh doch dahin und ruf Hilfe. Bitte. Ich möchte euch abfarmen. Scheiße. Ihr wollt euch doch abfarmen. Ihr hättet ruhig mehr Hilfe rufen können. Will nicht. Man stand doch hier gerade noch. Ah, das wäre so cool gewesen, wenn wir jetzt angefangen hätten, die da abzufarmen. Dann hätten wir das Eis, die Eisfähigkeit verbessern können, wenn die mehr gedroppt hätten. So, nochmal Mount. Aha. So. Wir gehen darum. Da kommst du bestimmt wieder nicht hoch, ne? Der ist gut eingefroren. Ach nee. Oi, was sind das? Moment. Graben. Ich könnte schwören, ich habe Raben gehört. Was siehst du? Ich bräuchte ein paar Raben. Also wenn er jetzt hier kein... Da.
Können uns den Graben zum Hochfliegen. Nee, ist ein Weg. Ich brauch den. Ich nehme ihn trotzdem. Für den Fall der Fälle. Gucken, ob man hier irgendwie durchkommt. Fake. Also Gas geben, Stick nach hinten ziehen. Dann gucken, dass man irgendwo ankommt, hoffentlich. Aber. Er sagt nein. Er sagt nein, ist nicht auf dem Berg. Es ist hier vorne. Warte. Ja, da. Ich versuch doch. Notlandung. Uff. Okay, das sieht nach einem Kampfplatz aus. Kann man sich Eis holen? Oh, hier bekommt man. Also, die haben versucht, hier reinzukommen. Okay. Gut für mich. Nice. Erhabener! Hier drüben! Du heißt Kara, oder? Du erinnerst dich also. Warum sollte ich meine eigenen Valkyrie vergessen? Es ist lange her, dass Odin, Sohn des Bur, Vater des Thor, seine Pflichten ernst nahm. Stattdessen sorgt er sich um die Zukunft und versucht, seinem Schicksal zu entkommen. So hört man. Hüte deine Zunge, Mädchen. Ich tue, wie mir geheißen, mein Gebieter. Reden wir mal über deine Pflichten. Trägt dieses Schlachtfeld Früchte? Die Ernte ist enttäuschend. Viele sind gestorben, jedoch ohne Heldenmut. Anders als bei echten Heldengestalten sind ihre Wunden im Rücken statt in der Brust. Was werden sie mir nützen, wenn Ragnarök hereinbricht? Du hast nichts zu fürchten. Ich werde sie auf die letzte Schlacht vorbereiten. Vielleicht kann ich helfen. Wie? Nun, indem meine Kampfkünste ihnen zum Vorbild gereichen. Willst du ihnen deine alten Kriegsgeschichten erzählen? Nicht einmal wir Valkyrjur glauben diese Märchen noch. Dann stecke einen Kampfplatz ab, wo ich, der Herr Asgards, Schutzherr aller wahren Helden, meine größten Momente neu erleben soll. Genau wie sie passiert sind. Das dürfte zumindest unterhaltsam werden. Nun denn, o Höchster, dein Kampfplatz erwartet dich. Lass mich die Belohnung sehen, deretwegen ich hier kämpfe. Belohnung? Sehe ich jetzt nicht, aber... Das ist in jedem Kampf von Vorteil. Okay. Aufeinander von der Grische Treppe beschwören einen Heri... herauf, der Betäubungsschaden
Okay. Okay. Allvater. Okay. Ich will's haben. Hasenauge. Was sollst du sein? Bogen? Ja. Und. Was wäre scheinbar durch ein paar. Okay, Schild. Moment. Bogen und Schild. Wo ach nee, sein Speer, sein Blitzspeer haben wir ja schon, ne? 2800, 2800, 1200, 600 und die neuen Frisuren, die Trash sind anscheinend 200. Kannst du dir ohnehin nicht leisten. Okay, also. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Und bestimmt. Okay. Aha. Ausfuhren mit Satz 3 Krieger, mit Skats. Wirken Sie ja. Okay. Du kannst bis zu 14 Prahlereien auswählen, um die Geschichte für Kara noch spannender zu machen. Ah, okay. Also wir haben Kampf mit dem Schwierigkeitsgrad 1. Jetzt können wir natürlich prahlen und sagen, angeben, wir haben viel, viel mehr gemacht. Also wir können da reinlügen. Gene können nicht betäubt werden und sind schwer zu unterbrechen. Außerdem mit Hammern. Außer mit Hammer, okay. Können wir das mit reinnehmen? Dann steigt auch die Belohnung. Du nimmst mehr Schaden im Nahkampf. Strafte Fähigkeit. Immer wenn du eine Fähigkeit einsetzt. Beten richtig rein. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, ich habe was Leichtes ausgesucht. Das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Es sei denn, ich stelle das Ding auf. Mega einfach. Zeig es mir! Das Blut, das Chaos, die Schreie! Lass mich von dem Tag berichten, da ich 3 Krieger bezwang! Nimm das! Ein wahrer Dränger würde sich seinem Feind stellen, nicht ausweichen! Zur Hölle! Deine Kampfkunst ist beeindruckend. Vor mir stand nun ein mächtiger Gegner. Sind dir nicht gewachsen, Dränger! Steh mir bei! Ich schritt voran, doch ein furchtbarer Gegner lauerte mir auf. Du täuscht Unfähigkeit vor, um sie in Sicherheit zu wiegen. Gerissen! Ich kann es!
wirst sühnen! Ich brech! Ein wahrhaft glorreicher Kampf. Das wirst du zugeben. Die Skalden werden noch lange Lieder hiervon singen. Okay, Chaos Marken, bla bla bla, und damit können wir jetzt bei ihr was kaufen. Erhabener, hier drüben! Nö. Und wieder abwählen. Dann machen wir jetzt. Suchen wir den Mörder unserer beiden Zwergenfreunde. Okay, wir haben jetzt diesen Valkyrenquatsch gemacht. Können wir halt nochmal eine Rüstung, Waffen, Farm. Jetzt machen wir mit dem Mord an unseren Freunden von hier hinten weiter. Wo wir unsere ersten Zwergenfreunde gefunden haben, tot. Wo die da irgendein Artefakt aus der Wand genommen haben. Und die soll irgendwo im Südosten von Eitri sein. Das ist das Stück hier. Ich nehme mal an, hier irgendwo wird das sein. Deshalb habe ich mir da die Marker gesetzt. Let's go. Schnellreise. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwo dieses Kreuzbanner finden. Ich hatte inzwischen, wo war ich denn gerade? Genau, hier oben das aufgedeckt, damit ich weiß, was hier alles zu holen gibt. Warte, mach mal. Daneben, du kümmerlicher Kackhaufen! Bind mich los, dann lass ich dir das durchgehen! Und glaub nur, du willst nicht erleben, wenn ich wütend bin! Ganz schön, du gehst unter! Eins mit dem Alp! Von den Seiten! Hilfe! Hilfe! Das Glück ist mit uns! Ja, Hilfe! Du hattest Glück, dass sie nicht zielen kann. Oh ja. Und dass du viel besser kämpfst als diese dreckigen Hundsfötter, Erhabener. Welch Darbietung puren Könnens. Wenn ich darf, würde ich dir gerne zum Dank etwas schenken. Aber diese Arschlinge haben mein Hab und Gut verbrannt. Komme zur Jada-Ägre-Zuflucht und ich gebe dir etwas. Wenn ich mal dort sein sollte, warum nicht? Wenn du mächtigere Gegner suchst, die meinten, ihr Anführer wäre in der Nähe. Vielleicht könntest du den auch aus dem Weg räumen. Die redeten über 2 goldene Gipfel im Osten. Zwischen 2 goldenen Gipfeln im Osten? Ungewöhnlich. Na, solltest du ihn finden, wie auch immer. Okay. Keine... Lol. Die haben hier nach ihm geworfen. Okay. Hab ich jetzt was ver... So, nochmal. Finde und stelle den Mörder. Das Siegel des Mörders wurde im Südosten von Eitri gesehen. Süden, Osten, Südosten. Hier irgendwo. Dann gehen wir da mal hin, ne? Das Siegel ist auf den Fahnen in der
richtigen Region zu sehen. Das Gebiet könnte streng bewacht werden. Moment, bin ich blöd? Oder habe ich einfach nur... Nö. Im Osten von Eitri. Ja, also hier irgendwo drinne. Flieg, Freundin. Da wäre der Turm. Da. Ja. Das Gebiet hier. Irgendwo hier habe ich das Siegel aus dem Gewölbe gesehen. Finde ich es, könnte es mich zum Schuldigen führen. Bei all der Aufregung hatte ich gar keine Zeit, über Ragnarök zu grübeln. Wann wird der Sturm hereinbrechen? Morgen oder in ferner Zukunft? Ich schätze, Letzteres ist wahrscheinlicher. Ich habe Loki für seine wie auch immer geartete Beteiligung an Baldurs Schicksal eingekerkert. Auch seinen Sohn ließ ich in Ketten legen. Und was ist mit Surt? Die Weissagungen sprechen auch ihm eine Rolle in Ragnarök zu. Doch vorerst ist er nur der Entführer meines Kindes, nicht der Bote der Dämmerung. Trotzdem, sobald Baldur in Sicherheit ist, kehre ich nach Asgard zurück und stelle ein Heer auf. Muspelsheim muss erobert werden. Ohne Gnade. Das hier vielleicht? Nein. Denk nach! Wenn's nicht... Geht es dir gut? Hier draußen ist es gefährlich. Gefährlich? Dieser Ort ist das Juwel Svartalfaheims. Nirgends ist es sicherer, das verspreche ich dir. Nein, ich suche lediglich ein Spielzeug, das mein Sohn fallen ließ. Nichts Wichtiges. Er hat mehr als genug zu Hause. Und ich muss zurück. Meine Frau wird sich fragen, wo ich bleibe. Komm, lauf ein Stückchen mit mir. Ich möchte dich meinem Jungen vorstellen. Er wollte schon immer einen Asen treffen. Ich verstehe deine Sorge schon. Wir haben auch gehört, dass die Feuerriesen kommen. Aber ich wüsste nicht, was sie mit Svartalfaheim wollten. Sie sind aber bereits hier. Sogar ganz in der Nähe. Deswegen solltest du Zuflucht suchen. Ihr Äsir. Ich hörte schon viel von eurer Freude am Scherzen. Sag, hast du je Thor getroffen? Wir stehen uns nah, ja. Mein Sohn liebt nichts mehr, als von Thors Abenteuern zu hören. Vielleicht könntest du uns von einem erzählen, wenn du die Zeit hast. Gehen wir weiter. Oh, ja, natürlich. Falle? Wo sind die deinen? Die meinen? Na, überall um uns. Wahrscheinlich sehen sie uns aus ihren Fenstern an. Aber beachte sie nicht. Einen Asen sieht man schließlich... Was ist denn? Verzeih, ich scheine deinen Namen vergessen zu haben. Ständig nenne ich dich Ase, was sich recht unhöflich anfühlt. Ich habe viele Namen. Manche nennen mich Harvey, was du auch gern tun kannst. Oh, danke. Harvey, ein guter Name. Bringen wir dich nach Hause. Ja. Hier, mein Haus ist das nächste. Ich muss dich bitten, aufzupassen, wohin du trittst. Meine Frau hat erst heute Morgen diese schöne Blume gepflanzt und... Und... Siehst du das? Was denn? Feuerriesen, die in mein Haus gehen. Nein! Was ist denn? Denk nach, wenn's nicht hier ist. Na. Oh. Das hier vielleicht? Nein. Rip. Denk nach,
Ah, komm, direkt wegen. Da. Dieser Spielzeughammer, ist das... Mjölnir, ja. Der ganze Stolz meines Sohnes. Sag, hast du je Thor getroffen? Wie gesagt, wir stehen uns sehr nah, ja. Mein Sohn liebt nichts mehr, als von Thors Abenteuern zu hören. Vielleicht könntest du uns von einem erzählen, wenn du die Zeit hast. Er sollte hier sein. Jeden Augenblick sollte er hier sein. Mein Freund, du musst diesen Ort verlassen. Er ist gefährlich. Aber das weißt du doch, oder? Gefährlich? Also... Du musst mir zuhören. Deine Frau und dein Kind kommen nicht hierher zurück. Kein Zwerg kommt an diesen Ort zurück. Sie sind mit höchster Wahrscheinlichkeit tot. Alle außer dir. Muspels Volk wird sie alle getötet haben. Es gibt keine andere Erklärung. Du irrst dich. Bist verwirrt. Oder grausam. Ich weiß nicht was davon, aber es ist mir auch egal. Verschwinde! Verschwinde aus meinem Heim! Sieh dich um. Das ist kein Heim. Das ist ein Grab. Ich sagte, verschwinde! Verschwinde von hier! Ich lade dich ein. Erzähle dir von meinem Sohn! Mein Sohn! Wo ist er? Wo ist mein Sohn? Was haben sie? Wo sind sie? Du musst diesen Ort verlassen, bevor die Feuerriesen dich auch finden. Verschwinde! Geh! Also gut. Wie auch immer. Mein aufrichtiges Beileid. Nicht cool. Wo die ganz schrecklich animierten Vögel fliegen, genau, da willst du hin. Okay, wir wollen jetzt dann Richtung Loot. Nee, da wollen wir nicht lang. Da können wir nicht lang. Da rutschen wir ab. Und da versuchen. Hallo, geh da hoch. Ja. Was? Meine Güte. Wenn man auf diese Schrägen geht, dann rutscht man runter. Mehr Leben haben als der gerade. Das ist ja. Komm runter. Kein Glück mehr. Ich schände das. Alter.
So. In dem Gebäude ist die Rüstung oder halt ein Rüstungsteil oder eine Waffe. Ich kann mit dem Spezialschuss. Du musst stehen bleiben, sonst kann ich nicht zielen. Ich meine, ich kann sowieso nicht zielen. Weil der Spezialschuss das. Weil der von alleine losschießt. Als wenn er eben das noch geschafft hat. Erbärmlich! Wer? Du willst weg? Nichts da! Trifft mich denn von wo? Brennt alles nieder! Das war's! Abschau! Na. Vergieß den Schweiß der Schlacht! Greift immer weiter an! Hopp! Verteilt euch! Wir schaffen das! Verglüht in unserer Hitze! An meinem Hof stand halt. Da ist der Wurm! Schießt! Dein Schicksal naht! Seid wachsam, bis der Feind nachlässt! Zwei von drei Schlüssel. Sühnen, leite mich. Der Teil des Schlüssels, den ich gefunden habe, könnte hier passen. Könnte. Dann müssen hier aber noch mehr rumrennen, oder nicht? Ein dritter Schlüssel. Aha. Sieht aus, als wäre das alles. Sieh an, wer im
immer das Ritual im Gewölbe angeordnet hat, war einst hier. Sinmara. Das Ganze wird wohl streng geheim gehalten. Nur sie und Zurt wissen davon. Der Schuldige sucht nach einem Eis und einem Feuerriesen, um sein Werk zu vollenden. Ein Feuerriese, der seinesgleichen tötet. Schriftstücke über das Ritual. Es wird des Nachts durchgeführt. Es geht vor allem um etwas namens Hugakehr. Mein Albisch ist etwas eingerostet. Geistgefäß, glaube ich. Ist das dieser Gegenstand aus dem Gewölbe? Hier hat der Schuldige Albenrunen entziffert. Es geht um das Binden der mächtigsten Hugier. Ich habe gedacht, ich muss an die Tür gehen, eine Leiter runterschießen, ein Fass auf ein Fass schießen, eine Wand wegsprengen oder so. Nein, das ist... Ich konnte einfach von der Wand nach hinten mich jieten und mich da festhalten. Das Gewölbe ist hier vermerkt. Genau wie ein weiterer Ort. Vielleicht noch eine Ritualstätte? Du bist wirklich leichtfüßig, Acer. Verfolgst du mich jetzt? Du bist recht nützlich geworden, Aase. Hab Dank für das Öffnen des Gewölbes. Nun sag mir, was ist dort geschehen? Ich folge der Spur des Gestanks. Genau wie du. Verrätst du mir vielleicht, wieso? Vor Tagen beorderte Sinmara meine besten Krieger zum Gewölbe, ohne es für nötig zu halten, mir Bescheid zu geben. Seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Zumindest zielt dein Argwohn in die richtige Richtung. Wessen Behausung ist das hier? Er nennt sich Kaldar. Ein Meister der Zauberei, die auch Sedar genannt wird. Dies ist der Ort, an dem er seine Kunst ausübt. Was er da auch tut, Sedar ist es nicht. Zumindest keine Form, die mir bekannt ist. Er benutzt etwas, das Hugakehr heißt. Es ist Teil eines tödlichen Rituals. Und dieser Raum sagt mir, dass sich die Toten weiter anhäufen werden. Zwerge, Jötner, Mospels Volk. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie auch. Deine Stiefmutter verachtet dich und misstraut dir. Dein Vater nur Letzteres. Bisher. Doch ihre vergifteten Worte könnten bald dafür sorgen, dass er dich ebenso hasst, wie sie es tut. All das ist eine Lüge. Ein unredlicher Versuch, mich gegen sie aufzuhetzen. Sieh dir den Dreck doch selbst an. Eine andere Wahrheit wirst du dort nicht finden. Wo willst du hin? Dem Hugakehr nach. Was es auch ist, dein Vater braucht es. Das könnte das einzige Druckmittel sein, um meinen Sohn zurückzubekommen. Kaldar hatte einen von Wasser umgebenen Ort im Nordosten auf der Karte vermerkt. Wenn er dort ein weiteres Ritual plant, kann ich vielleicht dadurch verstehen, welchen Wert dieser Hugakehr hat.